Ja, und willkommen zurück. Naja, nicht ganz zurück, sondern wir fangen jetzt mit einem kompletten Let's Play an. Mit verschiedenen Episoden vom Maniac Mansion Mania. Einen Fanart-Projekt. Wir haben verschiedene Fans. Im Zeichen von Maniac Mansion und Day of the Tentacle ein eigenständiges Game gemacht. Wir spielen jetzt hier die erste Staffel, Episode 1, Geschwisterliebe. Wir drücken jetzt mal auf Start. Die Musik entstand aus Maniac Mansion und Day of the Tentacle. Man wird beide Elemente miteinander vorfinden hier in diesem Spiel. Und los geht's. Doch bevor ich euch in die Ferien entlasse, möchte ich eine kleine Anekdote aus meiner Jugend erzählen. Ihr seht hier Hoagie, Bernard und Laverne aus Day of the Tentacle. Jetzt geht das schon wieder los. Und all die anderen Charakteren aus Maniac Mansion. Ich glaube, es war an einem Novembermorgen. Oder war es vielleicht doch schon Dezember? Später. Und bei Wind und Wetter muss ich jeden Tag, ja, man sieht die Gesichter der anderen Schauspielfiguren, nur mehr als 30 Kilometer zur Schule laufen. Nur Bernard hört gelauscht zu. Die Ferien sind vorbei, bevor wir hier rauskommen. Ja, ja, Hoagie, da hast du recht. Die Zeichnung entstammt aus Day of the Tentacle, aber die Pixel-Version komischerweise wieder aus Maniac Mansion. Und keine Physik angekündigten Physikklausuren. Ja, sorry. Wie wird mir das fehlen? Ja. Dieses Menüfeld haben sie aus dem Spiel Day of Tentacle übernommen. Jetzt schauen wir uns mal in dieses Zimmer hier um. Das gehört Bernard höchstpersönlich. Schauen wir uns seine Bücher an. Meine Lieblingsbücher. Von Physik bis Astronomie ist alles dabei. Öffne Bücher, es scheint nicht aufzugehen. Ja, dann wollen wir uns mal das Fenster mal anwenden und öffnen das mal. Nein, ich könnte herausfallen. Na klar, öffne es und fällt raus. Ja! Dann nimm das Fenster mal. Ich glaube nicht, dass ich das nehmen kann. Ja, man muss halt alles versuchen. Benutze Bett. Noch viel zu Photonen im Raum. Ja, was meint ihr mit Photonen? Vielleicht, dass er noch zu energiegeladen ist? Schließe Bett. Besser nicht. Schließe Fenster. Besser nicht. Drücke Bett. Es geht nicht. Wie es geht nicht. Schau an. Schild. Gewinner des Eierkopfpreises. Ah ja. Man schaue die Form des Kopfes an. Jetzt schauen wir uns das Ding hier. Meine Arbeit für Jugendforschung. Schau an, Perpetuum mobile. Es hört einfach nie auf, sich zu drehen. Ah ja. Jetzt schauen wir durch das Fenster. Schau am Fenster. Ich kann Hoagies Haus sehen. Und jetzt achtet mal drauf, was er gleich will. Sagen wird, wenn ich versuche, das Fenster aufzumachen. Das ist kein echtes Fenster. Ihr merkt, wie kann er Hoagies Haus sehen, wenn dies kein echtes Fenster ist? Na? Schreibt es in die Kommentare. Ah, hier haben wir... Oh! Erstmal anschauen. Na, komme ich jetzt noch dran? Mein Portemonnaie. Jetzt nehmen wir das mal und achten mal drauf, was gleich passiert. Verdammter Mist! Das Portemonnaie ist mir hinter den Schreibtisch gefallen. Ich muss dringend an meiner Auge-Hand-Koordination arbeiten. Ja, wie kann es hinter den Schreibtisch liegen, wenn es unter den Schreibtisch liegt? Jetzt schauen wir uns mal die Schublade an.
nett. Öffnen wir, schauen uns die Schublade an. Ein Kugelschreiber, den kann ich bestimmt gebrauchen. Ja, den sacken wir uns gleich an und schließen wieder alles. Schau am Computer. Wir beide haben schon eine Menge Adventures erlebt. Mal sehen. Das stimmt, keine Ahnung. Jetzt benutzen wir ihn mal. Der funktioniert im Moment nicht. Ah ja, kein Wunder. Ich habe DOS XP installiert. Ich glaube, er hat Vista installiert. Jetzt schauen wir uns die Pflanze da oben an. Ein Geschenk von Dr. Fred. Nimm Pflanze. Ich lasse sie, wo sie ist. Jetzt gehen wir durch die Tür. Schließen die Tür. Warte, wir müssen da. Gehen erstmal hier rein. Nett. Benutze Lampe. Besser nicht. Schau an, Nachtschränkchen. Er scheint nicht aufzugehen. Nett. Benutze besser nicht. Ah ja. Nett. Mal sehen, ob der aufgeht. Er scheint nicht aufzugehen. Benutze Lampe besser nicht. Der Vampir 9000, das ist ein Staubsauger. Ah ja. Kleine Anekdote an Day of the Tentacle. Ihr erinnert euch vielleicht noch an den einen Zettel, den Hobie in diesen einen Kasten da reingeworfen hat, als er in der Vergangenheit war. Ich glaube, ich mache gleich mal eine Rückblende. Dann wisst ihr genau, was ich meine. Ich werde extra eine Szene von, weil die eine Folge mal von YouTube runterladen, wo Kronk das gespielt hat, Day of the Tentacle. Dann werde ich die kurz mal einblenden. Ja, und dann werdet ihr wissen, weshalb dieser Staubsauger da ist. Zettel mit Vorschlagbox. Junge, ist das still hier drin? Vielleicht sind ja inzwischen irgendwelche Ideen in der Vorschlagbox. Eventuell sollte mal jemand nachsehen. Ich sage euch, ich habe eine Idee. Hat sie irgendwas mit Feuermachen zu tun? Nein. Ich dachte darüber nach, ob wir nicht die Vorschlagbox öffnen sollten. Meint ihr nicht auch? Sicher, George, wenn du meinst. Klar, wenn es für dich gut ist, dann auch für uns. Prächtig. Was denkt er sich? Niemand Wichtiges war heute hier. Was könnte in der Vorschlagbox sein? Vielleicht lässt er sich selbst etwas einfallen. Oh, hier ist ein Vorschlag. Da steht, George sagt, dass jeder Amerikaner einen Staubsauger in seinem Keller haben sollte. Was meinen Sie, Gentlemen? Was immer du meinst, George. Dein Name steht da. Also hattest du wohl einen guten Grund, das vorzuschlagen. Ja, es ist seltsam. Ich bin nicht sicher. Nun, ich hatte wohl meine Gründe dafür. Wenn niemand etwas dagegen hat, sollten wir das in die Verfassung aufnehmen. Niemand? Gut. So sei es Gesetz. Was ist ein Staubsauger? Ja. Jetzt wisst ihr es, was ich gemeint habe. Also, nehmen wir den Staubsauger. Gehen damit zurück ins... sein Zimmer. Benutzen den Staubsauger mit dem... Portemonnaie. Und... holen ihn raus. Erwischt. Jetzt öffnen wir mal. Ah ja, jetzt hat er den Portemonnaie. Gut. Jetzt schließen wir das wieder.
öffnen das. Ah, bis auf eine Brücke war da nichts drin. Oh, jetzt gehen wir mal kurz hier rein, schauen uns hier um. Gucken, nett. Benutze Spiel, besser nicht. Ja, hier gibt es weiter nichts zu tun, außer dass er nett uns so sagt. Schließen wir mal den Raum, gehen hier rein. Oh, und da haben wir seine Schwester. Wenn sie dich Bernhard? Ich spüre eine gewisse Aggressivität. Du spürst gleich meine Faust. Ich spüre eine gewisse Aggressivität. Du spürst gleich meine Faust. Ja, da habe ich schon zweimal aus Versehen gedrückt. Kannst du unter dem Make-up eigentlich atmen? Raus aus meinem Zimmer! War die Post schon da? Lass mich mal überlegen. Ja, da war doch dieser Brief. Bitteschön. Oh, toll. Eine Einladung für ein Hawking-Symposium. Moment mal. Der Brief ist ja ein halbes Jahr alt. Muss ich wohl vergessen haben, die zu geben. Das hast du mit Absicht gemacht. Stimmt, aber nimm es nicht persönlich, Kleiner. Und hör auf meine Brust zu gucken. Ich bin eine Schwester. Und jetzt raus hier. Okay, jetzt rechts. Das verlangt nach Rache. Sobald sie aus ihrem Zimmer ist, werde ich ihr Bett unordentlich machen. Na, du kleine Schelm. Jetzt gehen wir mal nach unten, sammeln noch ein paar Gegenstände. Die werden wir alle gebrauchen können, vielleicht. So, hier haben wir nichts.